Hallo liebe Zuschauer, der Sieger im Weltergewichtstournament von World of Fight steht fest. Michael die Maschine Erdinç. Ja, Michael, ich gratuliere erstmal zu dem Sieg. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Kampf? Ich fühle mich so ganz gut. Hätte mir gewünscht, dass ich den Kampf eindeutiger gewonnen hätte. Habe ich aber leider nicht. Erste Runde sehe ich klar bei mir. Habe ich klar gewonnen. Die zweite Runde habe ich mich ebenfalls knapp vorne gesehen. Deshalb rege ich mich auf, dass es dann eine Verlängerung gegeben hat. Allerdings muss ich zugeben, dass die dritte Runde an ihn ging. Aber ich sehe mich da wirklich leicht hin. Aber im Gesamten sage ich, ich habe knapp gewonnen. So sehe ich es auch. Und ich habe, ja, zwar knapp, aber besser gewonnen als verloren. Ne? Also von der Bewertung der einzelnen Runden stimmst du zwar nicht unbedingt zu, aber vom Ergebnis her dann letzten Endes schon. Ganz knapp, war ein sehr guter Gegner. Ah, ja. Ja, ihr habt ja eigentlich die ganze Zeit den Clinch bzw. dann den Takedown gesucht und relativ häufig auch bekommen. Hast du damit gerechnet? Weil eigentlich hat er ja auch eine ganz gute Reichweite. Hätte man denken können, er steht vielleicht lieber mit dir. Ich hätte gedacht, dass er den Kampf im Stand macht. Ja gut, aber wenn man meine letzten Kämpfe gesehen hat, die hat er wahrscheinlich auch studiert. Ja, gehe ich mal davon aus, dass er sich gut darauf vorbereitet hat und deshalb mich auch zum Boden gebracht hat. Also meine Pläne für die Zukunft, auf jeden Fall ein bisschen was am Ring machen, damit man mich nicht so leicht runterkriegt, damit ich meine Stärke, also den Stand, voll ausnutzen kann. Der Ringrichter hat euch mehrfach aufgestellt am Boden. Hattest du den Eindruck, dass er da vielleicht auch so ein bisschen so eine Lane-Prey-Taktik fährt, dass er dich zwar runterbringt, aber dann nicht so viel wirklich macht am Boden? Sag mal, er hat mich zwar runtergebracht, hatte die Top-Position, aber konnte auch nicht wirklich was machen daraus. Ich meine, ich habe ihm von unten mehr Schläge gegeben, als er mir von oben. Dementsprechend, ja, er hat zwar die Top-Position gehabt, aber ja, bringt ja nichts, wenn man nichts macht, ne? Ja, das stimmt wohl. Sag mal, man hat gesehen, du hattest so Tape auf der Schulter kleben. Ich habe gehört, du hattest da eine leichte Verletzung. Hat dich das irgendwie im Kampf behindert? Ach so, ich habe es einmal in der zweiten Runde gemerkt, dass der Schmerz wieder kam. Konnte deshalb die linken Haken nicht so wirklich schlagen. Beim gerade Schlagen war ich auch ein bisschen blockiert. Aber ich nehme das mal nicht als Ausrede, weil, na gut, jedem Kämpfer passiert was bei der Vorbereitung. Dementsprechend, ja, denke ich mal, ist es okay. Wie ging es dir nach dem Kampf konditionell? Ich war schon platt, aber es ging noch. Ja, okay, ich denke mal, sehr viel anstrengender kann es über 3x5 Minuten eigentlich nicht werden. Insofern war das vielleicht dann auch ein ganz guter Test. Doch, es wäre anstrengender gewesen, hätte man nur im Stand gekämpft. Dann wäre es noch mehr auf die Puste gegangen. Ja gut, du hast jetzt auf jeden Fall deine 5 Kämpfe allesamt gewonnen, Top-Bilanz. Was steht denn für dich in der Zukunft an? Möchtest du vielleicht mal gegen noch größeren Namen kämpfen? Natürlich, in 2 Wochen, da weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Zusatz habe ich schon, aber ich weiß nicht, wie es mit der Schulter aussieht. Vielleicht nach Polen, Ländervergleichskampf. Und bei Respect 6 machen wir dieses Tournament wieder. Wahrscheinlich Baron, auf jeden Fall. Baron, Ayari und Zawada und ich machen 2 Kämpfe an einem Tag. Ja, und da will ich natürlich den ersten Platz holen, ist klar. Logisch, da hast du ja schon mal ein dicht gedrängtes Programm. Was fällt dir zu so einem Namen wie Eckerlin zum Beispiel ein? Eckerlin ist ein geiler Typ. Möchte ich auch gegen kämpfen, aber ich habe noch Zeit. 2012 möchte ich in die Top 5 und das werde ich auch schaffen. Ja, ich denke, mit deiner Performance in den letzten Kämpfen hast du da auf jeden Fall ein paar gute Argumente so auf deiner Seite. Gut, ja, dann vielen Dank erstmal für das Interview. Möchtest du noch jemand grüßen, noch irgendwas loswerden? Ja, möchte ich noch. Ich möchte zum einen erstmal alle, mich bei allen bedanken, die heute hier waren. Familie, Freunde, waren heute bestimmt insgesamt, ja oder mehr, 50, 60 Leute von mir da. Das fand ich einfach geil. Richtig schön, so viele Leute im Rücken zu haben. Auch die Familie vor allem. Mein Bruder ist hier, hat mich auch gesponsert. S-Lounge in Essen ist ein Sportcafé. Weitere Sponsor möchte ich auch noch grüßen. Label 23, dann Longsline Tattoo und Moment, BMS. Dankeschön. Alles klar, dann danke ich dir für die Zeit und gratuliere zu deinem Sieg. Danke.